Handballer vom SCDAFK Leipzig gehen mit ihrem neuen Trainer Christian Prokop baden. Allerdings nicht auf dem Feld, sondern hier im Kanupark bei Kleeberg. Teambuilding heißt die Maßnahme und dafür ist der Wildwasserparcours auch bestens geeignet, oder? Ich glaube, Mannschaftsveranstaltungen sollen vor allem erstmal Spaß machen und das hatten wir auf jeden Fall. Also solche Team-Events machen vor allen Dingen in der Vorbereitung, wo man ja auch oft neu aufeinander trifft, schon richtig Sinn und das schult ja so ein bisschen das drauf gucken auf den anderen, auf den Nebenmann. Ich denke mal, dass der Zusammenhalt, dass der zählt, dass man nur als Team zusammen auf dem Boot bleibt. Einer gibt das Kommando vor und darauf muss er eben hören und so denke ich doch, dass es viel für die Mannschaft bringt. Trainer Christian Prokop erklärt den Sinn der Teambuilding-Aufgabe. Sicherlich werden wir damit nicht mehr oder weniger sportlichen Erfolg erzielen, aber es ist eine Abwechslung im Trainingsalltag. Man lernt die Jungs und wir uns untereinander natürlich nochmal von der anderen Seite kennen und Spaß kann nie schaden. Bei seinem Team bringt die Abkühlung einen klaren Kopf und auch ganz klare Ziele für die neue Saison. Also fürs Team haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein besseres Jahr spielen als letztes Jahr, was nicht so schwer werden dürfte eigentlich. Wünsche ich auf jeden Fall die Saisonvorgabe zu erfüllen, auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz. Meine ich noch mal so ein Katastrophenjahr zu haben. Das ist mein Ziel und auch der Wunsch fürs Team. Das sieht Christian Prokop genauso, deshalb ist er schließlich nach Leipzig gekommen. Das Ziel, DFK Leipzig in die erste Bundesliga zu führen, ist von Vereinsseite, von der Mannschaft her unser Ziel in den nächsten Jahren. Und da sehe ich den Verein gut aufgestellt und deswegen habe ich mich für das Projekt entschieden. Nach 2 Stunden auf dem Wasser endet ein rundum gelungener Tag. Und jetzt Hand aufs Herz. Wie ist er denn nun, der neue Trainer? Macht Spaß mit ihm. Er weiß, was er tut. Ist der Richtige, denke ich. Bei so viel Teamgeist kann die neue Saison ja kommen.